Hyper, hyper, you're pretty and I like ya. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Hyper, hyper, you're pretty and I like ya. You're gonna be my girl all night long. Ja, Applaus, Ehre in den Chat. Ja. Moin Mädels, moin Jungs. Hier seht ihr die Erfüllung eines Traumes. Und den Grund, warum es in letzter Zeit ein bisschen weniger Videos gab. Meine eigene Talkshow. Vor 4 Jahren habe ich bei Freaks for You Gaming angefangen, wusste noch nicht so ganz genau, wo der Weg mich hinführen würde, habe als Moderator und ja, Kommentator für League of Legends angefangen, habe das dann irgendwann an den Nagel gehangen, um mich auf YouTube konzentrieren zu können, weil ich einfach gerne zocke und super gerne Videos hochladen will und wollte und habe seit 2019 spätestens auch einfach die beste Zeit hier auf YouTube. Zwar hat mir das Moderieren im Vorfeld auch super viel Spaß gemacht und mein absolutes Highlight zum Ende hin war halt The Main 2, wo ich vor über 3000 Leute auf der Bühne stand. Seither habe ich aber den großen Traum, meine eigene Show zu haben. Ich lade mir Gäste ein, man unterhält sich gemütlich über das eigene Berufsfeld, tauscht Gemeinsamkeiten aus und hat einfach ein bisschen Spaß. Bierchen hier. Mit der Kante macht er das. Warte mal. Warte mal. Oh, man kann, das ist alles eine Frage der Technik. Warte mal hier. Ist gar nicht so einfach wegen dieser Plastik. Ja! Ja! Ja, ist auf. So. Wie einige vielleicht mitbekommen haben, ist Warsteiner mittlerweile seit fast einem Jahr Partner von mir. Bisher lief das Ganze über meine Social-Media-Kanäle und Twitch. In den letzten 2 Monaten haben wir also alles dafür getan, dass Kalles Klönschnack so gut wird, wie es nur geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Show jetzt selber sogar 2-mal angeschaut, weil ich sie einfach wirklich rund finde. Ich finde, es ist wirklich ein super Produkt geworden. Wir haben hier was erschaffen, was mir persönlich unheimlich viel Spaß bereitet und auch den Zuschauern, die im Chat waren, haben das Ganze unheimlich genossen. Das Ganze hat allerdings natürlich auch super viel Zeit gefressen und ich habe Bereiche kennengelernt, mit denen ich vorher nicht so viel zu tun hatte. Denn mir war es absolut wichtig, im Vorfeld alles mitzuorganisieren. Das heißt, ich war in etlichen Meetings, habe super viele Dinge mit abgenommen, habe mitgebrainstormt, habe das Set mitgestaltet. Natürlich das Ganze mit Hilfe unserer Designer, die das auch einfach können. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter von Freaks for You Gaming, die hier auch wirklich Vollgas gegeben haben, damit das einfach eine geile Show wird. Vielen lieben Dank. Naja, und mit Warsteiner haben wir hier tatsächlich einfach einen Partner an die Hand bekommen, der einfach was Geiles machen wollte. Und das hat mich absolut glücklich gemacht. Ich bin einfach nur froh, wie das Ganze jetzt abgelaufen ist, dass ich Leute wie Nico von Eskimo Callboy in meine Show einladen kann, mit ihm einfach ein bisschen schnacken kann und ihn euch als Zuschauer ein bisschen näher bringen kann. Gerade in Zeiten wie jetzt ist es nicht so einfach, Leute vielleicht auch mal ein bisschen nahbarer zu machen. Ich bin zwar jetzt kein Experte, was so Talkshows und Twitch und all so möglichen Kram angeht, muss aber trotzdem auch sagen, Kalles Klönschnack hat jetzt schon einen sehr, sehr einzigartigen Flair und ich freue mich einfach jetzt schon riesig auf die 2. Episode, die aller Voraussicht nach dann im April stattfinden wird. Wenn man mal bedenkt, dass ich 2016 noch in der Tanzschule gearbeitet habe, 2017 dann wie ein absoluter Grünschnabel auf einmal YouTuber und Moderator wurde, komplett hibbelig vor der Kamera war, nicht wusste, was ich zu tun habe, mich über die Jahre hinweg dann vor der Kamera gefestigt habe, dann sogar viele Videos produziert habe, alleine mit Hand of Blood, mit anderen coolen Creatoren und jetzt an dem Punkt bin, wo ich meine eigene Talkshow habe, muss ich einfach sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein solches Glück haben könnte. Am vergangenen Montag fand Kalles Klönschnack zum ersten Mal statt und seitdem denke ich super viel darüber nach, was in den letzten Jahren eigentlich alles passiert ist, wie viel ich eigentlich schon erlebt habe, wo ich eigentlich schon gewesen bin und was das Ganze heute aus mir gemacht hat. Ich muss wirklich sagen, ich liebe meinen Beruf, ich liebe das, womit ich tatsächlich mein Geld verdiene und das ist einfach nur schön für mich. Es ist unfassbar, was für Möglichkeiten mir in den letzten 4 Jahren hier schon geboten wurden, was für Dinge ich erleben durfte, welche Orte ich schon bereisen konnte und wie viele von meinen Zuschauern ich einfach mit einem kleinen Foto glücklich machen konnte. Es ist für mich bis heute absolut unbegreiflich, warum das so ist. Und das sage ich nicht einfach so daher. Ich mache mir wirklich viele Gedanken darüber, warum Leute sich meine Scheiße hier angucken. Auf der anderen Seite freut es mich natürlich mega, dass ich mit sowas, wie gesagt, mein Geld verdienen kann. Gut und schade zugleich ist, dass Kalles Klönschnack jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen Pause hat wieder. Schade ist, dass die nächste Show so weit in der Ferne steht. Aber gut ist, dass ich mich jetzt wieder voll auf meinen YouTube-Kanal konzentrieren kann und nebenbei streame. Das heißt, morgen gibt's Sülze. Bald gibt es dann auch endlich das Hell Let Loose Video mit Sterzig, auf das viele schon warten. Und ich habe auch schon viele tolle weitere Videoideen. Und es kommt auch mal wieder ein Henno von die Linse, versprochen.
Das war's auch schon von mir für heute. Ich wollte mich nur mal wieder kurz melden. Für mich ist das eine absolut emotionale Sache. Vielen Dank fürs Zusehen, denn das macht das Ganze wirklich für mich möglich. Das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig in der ganzen Geschichte ist. Ich freue mich darauf, hoffentlich noch einige Jahre solche Sachen für euch produzieren zu dürfen. Für die Leute, die Kalles Klönschnack nochmal in voller Länge genießen wollen oder die Show noch gar nicht gesehen haben, können gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Auf meinem Zweitkanal habe ich die Show in voller Länge hochgeladen. Da könnt ihr euch das Ganze gerne nochmal ansehen, wenn ihr Bock habt. Mein Name ist Kato de Kalle Kuschinski und ich pimp deine Talkshow, Alter.